Oh Mann, oh Melder. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, was das Problem ist. Ich weiß nur nicht genau, wie ich das lösen soll. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Und zwar besiege die Venoms in Paris. So. Ich darf jetzt nur einfach nicht auf Aufnahme drücken. So, und wie funktioniert das Spiel nochmal? So werde ich nochmal ab, okay. Und weg mit dir! Nein! Bitte nicht. Aua. Komm schon. Nein! Oh Mann, noch Meter. Ja, probieren wir nochmal. Wie war das nochmal mit diesem Full Counter und mit diesem anderen Counter? Mann, ich hab's voll vergessen. Was? Oh, Schützen, Schützen! Oh.
Komm schon, Slifer, töte sie! Komm schon. Bam! Keine Ahnung wie, aber ich hab's besiegt. Puh, das war aber knapp. Heieiei. Servus, Banger. Oh, Mann. Ja, verdammt. Wo müsste ich jetzt wohl hin? Bestimmt wieder runter zu dem Typen. Wo war denn der nochmal? Nein. Nein. Da. So. Hä? Ach da. Oh, spring. Mann. Wenn man echt mal 2 Wochen so ein Game nicht mehr spielt, ist man komplett draußen einfach. Hä? Hä? Wo soll ich denn da hin? Danke, Banger. Wenn du mir schreibst, wie du im PSN heißt, gerne. Spielst du jetzt gerade auf dem Computer? Ach, da oben. Küch, mein PSN-Name? Boah. Habe ich halt vor 100 Jahren angelegt. Ich glaube... Insanius? Also I-N-Z-A-N-E-I-O-U-S. Glaube ich. Am besten schreibst du mir einfach mal eine Nachricht oder in WhatsApp oder so deinen PSN-Namen, dann ehrlich dich, sobald ich mal wieder an der PlayStation dran bin. Hä, wo muss ich denn hin? Ah. Macht schon mehr Sinn. Du bist also Naruto Uzumaki. Ich habe gehört, du wärst ein großartiger Anführer. Ein großartiger Anführer, hm? Das klingt gut. Leid, dieser Typ ist ein absoluter Schwächling. Ich habe außerdem gehört, dass Team Gamma Spezialität Spionage sein soll. Da hast du dich nicht verhört. Dafür sind wir in Ninja wie geschaffen. Wunderbar. Dann möchte ich dich als Anführer von Team Gamma um etwas bitten. Was ist das? Wenn du irgendetwas von einem Mädchen namens Misa Amane hörst, möchte ich es sofort wissen. Misa Amane? Deine Freundin oder was? Ja, nachdem unsere Welt miteinander verbunden wurde, habe ich sie aus den Augen verloren. Oh, deine Freundin. Zwinker, zwinker. Verstehe, kein Problem. Ich werde daran denken. Oder noch besser, Kakashi soll sich darum kümmern. Ich bin für die Front geschaffen, nicht so für dieses Spionieren. Danke, das weiß ich zu schätzen. Für einen Kollegen aus der Jump Force tue ich das gerne. Okay, ich gehe und rede sofort mit Kakashi über diese Sache. Danke. Ja, Kakashi losziehen zu lassen für eine Frau. Gute Idee. Schätze, du machst dir wirklich Sorgen um Misa, hm? Natürlich, nach allem was. Ich muss herausfinden, ob ihr Death Note auch seine Kräfte verloren hat. Ah, jetzt verstehe ich.
Wenn auch nur die geringste Hoffnung darauf besteht, die Kräfte des Death Note wiederherzustellen, werde ich alles tun. Irgendwas hat der Light noch im Schild. お嬢さん。お体の方は。はい。もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ。私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキーディルフィ。海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。Scheiß Husten. What the fuck? Wie viele Missionsdinge blinken jetzt auf? Dann fangen wir mal mit denen da oben an, würde ich sagen. Besiege die Venoms in Japan. Oh ja, nehme doch Asta mit. Ich habe es endlich mal angefangen, Black Clover zu schauen. Und ich muss sagen, gefällt mir bisher echt sehr gut. Und den hier aus Dragon Quest, wie auch immer er heißt. Ich kann mich an die Angela gar nicht mehr erinnern. Wir haben sie gerettet. Nein! Ah, leck mich doch. Und was? Nein! Ja, Mann! Mann! Jedes Mal diese blöde Attacke, ey. Whitebeard, ich verfluche dich. Ah. Was auch noch ganz cool ist, ich habe mir ein neues Handy gekauft. Das Huawei P30 Pro. Schleichwerbung. Mega geiles Teil, ey, muss ich euch sagen. Das für alle, die es nicht wissen, ich... Ich verkaufe hier Handys, also ist es mein Beruf. Zumindest bis es mit YouTube besser läuft. Die Huawei-Geräte sind echt mega, vor allem was sie in den letzten Jahren alles raushauen. Die Kamera ist so mega. Also wer sich ein neues Handy sucht und auch ein bisschen Geld gerne ausgibt, hat halt dafür eine mächtig geile Kamera haben will, der sollte sich echt das Huawei P30 Pro holen. Das hat halt gleich genau genommen 5 Linsen
Eine natürlich an der Front, Selfie-Kamera. Mit Leica-Linse mit drin. Eine normale Linse, eine Weitwinkellinse. Einfach um so Sachen wie Bouquet-Aufnahmen zu machen, also zum Beispiel Vordergrund scharf, Hintergrund unscharf und solche Spielereien. Oder halt auch für diesen optischen Zoom. Das ist halt nicht so verpixelt, wenn man reinzoomt. Fotze! Alter! Was macht der? Ja, auf jeden Fall, dann hat es nochmal eine Linse, die so einen Infrarotsensor raushaut oder so ein Infrarot halt raushaut, um halt dafür Tiefen besser zu erkennen. Und dann hat es nochmal eine zusätzliche Linse mit so einem Spiegel drin, damit halt das Licht besser gebrochen wird und halt je mehr Licht letzten Endes durch den Sensor reinkommt, desto schärfer wird halt so ein Bild. Ich habe eine ganz neue Strategie gefahren, man kennt es ja ganz normal, RGB-Format, rot, gelb, blau. Und die haben das irgendwie gemacht, die haben das... Rot, Grün, Blau meine ich. Die haben es halt ganz neu gemacht. Und die haben halt das Gelb sozusagen raus... Ne, das Grün rausgenommen und Gelb hinzugefügt. Weil man wohl irgendwie durch Gelb besser durchschauen kann als durch Grün. Und dadurch wird es halt nochmal heller alles. Die Nachtaufnahmen von dem Teil. Samsung kann einpacken. Weil halt schade ist, dass sie beim P30 Pro etwas am Bildschirm eingespart haben. Also es hat kein OLED-Display. Selbst das Display beim normalen P30 ist wahrscheinlich sogar besser als beim P30 Pro. Aber merkt man halt hauptsächlich bei sehr nahem Ranschauen. Fick dich! Überwinde deine Grenzen! Nein! Warum steigt Zane nicht mehr im Level auf? Ist Level 20 Maximum oder was? Was ist denn das für ein Beschiss? Ah, oh Mann. Nein. Bam! 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 Nein! Yeah.
Ah, vernichtet. Mann. Brrr.